Okay, hi. Hallo Naruto. Das ist doch nicht Naruto. Nintendo Direct の案内役を務めます小泉です。よー。どうぞよろしくお願いします。Nintendo Direct。Nintendo Switch と Nintendo 3DS に関するさまざまな情報をお届けしていきます。Oh, neue Titel für 3DS. Cool, super. Mal sehen, was kommt. Kirby! It's the biggest Nein. collection in this microgame series. Mario! The latest in the WarioWare Gold! The Nintendo 3DS family of systems. Which means there's a new way to play Wario strangely satisfying microgames. Ab in den Nase. Wow, da war eine Genki-Dama. There are 300 microgames to enjoy, making this the biggest entry in the series. Press buttons. Von die Pizza. Tilt the system. Oh. Au. Use the touchscreen. Oh. And microphone. Only Wario could come up with this many control schemes. Think fast. What playstyle is required for this one? Better figure it out. Ja. And dig that crazy action while it's hot. Fand ich gerade gruselig mit der Nase. Some familiar characters are rocking new looks. This is the most jam-packed game in the series yet. Just look at that face. Even Wario can't contain his wicked grin. Ja, Wario wäre mal einmal probiert und bin verzweifelt, weil ich zu langsam für das Spiel bin. Es ging eigentlich bei mir. Ich hab's nur nicht ganz geschnallt, weil ich Wario damals immer total unsympathisch fand. Heute mag ich ihn. Was soll das sein? Ich kenne die Figur nicht. Ich auch nicht. This time, Red Flash himself, Dylan, will team up with your own analyzed me character. Be strategic and use your whole team. Ich hatte irgendwas mit Miiverse oder so gelesen. What in tarnation? Mii-Charaktere, irgendwie. Your characters can join the team as gunners. Well, warte jetzt nur noch auf den Text. Use a barrel! Who or what will you and Dylan get tangled up with? Oh Gott, die sehen alle so komisch aus. Never mind that. There's an enemy invasion to stop. And a frontier in desperate need of some heroes. Das spiel ich lieber Wario, ja. Dylan's Dead Heat Breakers rolls out on May 25th in stores and on Nintendo eShop. Yahoo! Are the brothers and Bowser oh, still das better sieht schon together? Gut Nintendo DS Classic Mario and Luigi Bowser's Inside Story is back for more gut-busting adventures. Remake, oder? Mario and Luigi have been tasked with finding a cure for the Blorbs, a disease threatening all life in the Mushroom Kingdom. But, das ist interessant. Fawful, both brothers have been devoured by Bowser, and so their journey takes them deep into the belly of the beast, leaving Bowser to scour the kingdom for the cure. The only way forward is to change between the bros and Bowser. Entweder the big ein Remake bad will oder... even beef up for monstrous boss battles fit for a king. Aber ich freue mich auf also das Let's Play zu gucken dazu, weil selber spielen mag ich da nicht so. Ich würde spielen, aber ich habe keinen aufnahmefähigen 3DS. Find out what happens behind the scenes in the untold story of Bowser Jr. When Mario releases Bowser's inside story plus Bowser Jr. Kommen die ganze Zeit Nachrichten, dass irgendwelche Streamer gerade den Podcast von Nintendo gucken. Ja, sehe ich da unten schon im Chat. Something about this Pikachu is a little different. He's gruff. Oh nein. Pikachu. Pikachu mit der Stimme ist furchtbar. Oh Gott, das ist eine furchtbare Stimme. Ist doch nicht niedlich. Ja, aber das wurde doch schon mal angeteasert, oder nicht? Ja, aber doch nicht diese Stimme. Doch. Das Spiel gibt's ja schon. Ja, aber ich mag die nicht. Die Stimme. Warum zeigen sie nun Remake jetzt für den 3DS? My name's Tim and Detective Pikachu are on the case, facing each mystery head on. Quick attack! Oh Gott, ich möchte gerade gar kein Pokémon mehr spielen. Ne, wenn ich das sehe. Nein. Nein, das geht einfach gar nicht. For pre-purchase on Nintendo eShop for Nintendo 3DS. Crack the case with Detective Pikachu when the game da war ein Mewtwo. March 23rd. Plus, keep your eyes peeled for this extra large. Oh mein Gott, die ist extra large. Figure, which launches oh Gott. The same day. Nein, danke, ich nehme nur die kleine. Die sieht niedlich aus. Oh mein Gott, geil. Luigi's Mansion 3. Luigi's Mansion reappears in Nintendo 3DS Remake. Bitte, Luigi's Mansion 3. Bitte, bitte, ich warte darauf. Das sieht momentan eher nach 1 aus. Ja, es ist 1. Vom Design her.
Das ist die Gamecube-Variante quasi. Nintendo GameCube Classic. Ach, schade. Ich warte auf den dritten Teil. Neue Auflage. Au. Hinter dir, vor dir, links, überall Geister. Can now explore the original mansion where Mario went missing. Mario. Luigi's something of a scaredy cat, but these classic ghosts and traps are no match for his vacuum. Besides, the mansion. Ach, schade. Ich dachte, da gibt's jetzt endlich mal einen dritten Teil. Ist ein bisschen traurig. If you work up the courage, fight the ghosts of your past battles in the new boss rush mode. Wow, du hast einen Boss Rush Mode. Oh, erscheint irgendwann dieses Jahr. That's all for Nintendo 3DS. Hallo, da ist Naruto wieder. Der ist jetzt bei mir erst. Und das war alles für den 3DS. Weißt du, was ich nicht verstehe? Was denn? Japanisch. Okay. Oh, Kirby! Ja! Hab ich schon gesehen. Hab ich auch schon mal gesehen davon. Ich finde es cool. Ich find's auch cool. Aber ich habe keine Switch. Endlich ein paar Fähigkeiten auch mit Mal. Kann man sogar zusammenspielen. Ja, wenn man denn eine Switch hat. Und wenn man Freunde hat. Das klingt so traurig. Meta Knight. Meta Knight. Und ein Waddle Dee. Eventually, more Dream Friends will be added to the game Freundeskreis. Via after launch. Oh, we need the first update will include Rick, so cool. Kine, and Koo. Da gibt's sogar die. Nein, das sind diese drei Dinger, die gab's mal in einem Kirby. And Gooey. Ach, den kenne ich auch. It's like a dream come true to bring this ragtag crew of characters together from across the Kirby. Aber dafür bräuchte man eine Switch. Und ich kaufe das Kabel, um es mit deinem Computer zu verbinden. Oh, wow. Das habe ich aber schon da. Ich brauche nur die Switch dann dazu. Emo ist schon lange verfügbar. Davon mal abgesehen. Aha, hast du doch eine Switch, um das zu spielen? Nein, aber ich habe ein Let's Play davon schon gesehen, von der Demo. Okami, the grand adventure in classical Japanese style, rises in the HD version. To save the land, jetzt auch wieder eine Neuauflage. The legendary Okami, Amaterasu, was resurrected, setting off on a quest with the wandering artist Isun. Overcome challenges using the power of the gods. The Celestial Brush. Ich finde das Spiel jetzt nicht so toll, das soll ja übel gefeiert sein, aber guck's gerne. In the Nintendo Switch version, use touchscreen mich control spricht dieser Zeichenstil davon so einfach nicht an. Motion controls in TV mode or es mag ein schönes Spiel sein und die Techniken, die ich da jetzt gerade sehe mit dem Zeichnen und so, sind an sich auch ganz cool. Aber die, ja, der Grafikstil spricht mich nicht an. Solve mysteries. And slay countless monsters. Das ist wirklich nur eine neue Auflage. Ich guck das Let's Play gerade dazu, also. Ja, dann kannst du ja danach nachher das nochmal gucken in HD. Ja. Sushi essen und werfen, was? Gott, was ist das? Man soll nicht mit Essen spielen. Ich sehe. The story takes place after the bitter Soda Rush raised in a world where sushi is forbidden. Musashi must wage all-out conveyor belt sushi battles to defeat the Empire and topple its sushi monopoly. The gameplay is deep, but the basics are simple. Just eat more and more sushi to pile up places and matching colors on a table, and then throw them all at your opponent. Mix up your strategies to crush your enemies. If you manage to pull off a special move created by one of your sushi sprites, you may be able to get the upper hand in battle. Of course, there's a multiplayer mode too. Battling fellow sushi strikers online can get tense. Sushi Striker, the way of Sushido launches simultaneously on Nintendo Switch and Nintendo 3DS. Der Weg des Sushi. Ich meine, den fällt ja wirklich nichts Neues ein. Sie verkaufen ja schließlich auch Pappe. Oh, was ist das? More launch info. Uto, bist du es? Nein, das ist Sasuke. Ach stimmt. Sasuke! Hört ihr es gesagt? Horizon? Das sieht schon irgendwie süß aus. Oh, jetzt ist der RPG Maker Stil. In 3D. So, halt. Oder Seiten. Und das
Das Ingame-Geld bezahlst du mit echtem Geld. Super. Wenn ich dann auch echtes Geld dort verdienen kann. Oh, das wäre geil. Ja. Also irgendwie spricht mich das Spiel gerade an. Mich auch, es sieht irgendwie interessant aus. So als wenn man 2D-Figuren in 3D-Landschaft so anguckt. Irgendwie. Ja. Berufe im Kampf. So eine Tänzerin muss sie gerade so vorstellen. Gegner ist verwirrt. Ja, wäre ich auch, wenn mir jemand ankommt. Ui, die hat schöne Kleine. Schönes RPG. Doch, das interessiert mich. Ja, interessant. Aber das kommt leider noch nicht. Ich werde mir auch eine holen, aber wahrscheinlich erst zu Weihnachten. In 5 Jahren. Du meinst, wenn die Switch 3 rauskommt? Nee, weil ich bin ein Berufskampfhahrer und den ganzen Tag unterwegs, was soll ich denn mit der Switch? Die kannst du unterwegs nehmen, wenn du Pause machst? Ja, aber ich habe keine Ladestation denn dafür. Die kannst du doch bestimmt per USB irgendwie aufladen. Keine Ahnung. Mit deinem Zigarettenanzünder da. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich überleg noch. Kaufst du eine extra Batterie, die du dann oben anschließt? Klar. Boah, voll die geile Idee. Herr Chef, ich bin liegen geblieben. Warum? Batterie vom Auto ist leer. Warum? Ach, nur so. Haben sie schon wieder zu viel Switch gezockt? Travis Touchdown wanders into the game world. Das spricht mich sowas von gar nicht an. Du kennst meine Worte. Gerade so ein bisschen aus wie dieses japanische GTA, wenn du weißt, was ich meine. Und Star Wars. Aber die Charaktere sehen geil aus. Creatively combine your moves to crush them. Pass a joystick controller to a friend for co-op multiplayer and partner up with the one and only Batman. Did we mention the adventure mode which tells a new story? Travis strikes again. No more heroes. Ja, toll finde ich nicht. Also ich nehme das davor, liebe. In Dark Souls, every challenge is an opportunity. Oh, Dark Souls. Mit Amiibos. Was? Stand da gerade. So, wenn in dem Trailer jetzt nicht einmal kommt, you died. Das habe ich letztens erst als NP gesehen. Das Doofe ist nur, ich kenne das komplette Spiel auswendig. Außer sie haben was hinzugefügt. So gesehen kenne ich es auch auswendig, weil ich es als Let's Play bei Mogi geguckt habe. Before launch, there's going to be a network test, so players can try the game. If this will be your first Dark Souls experience, denn auch hinzugefügt haben? Welcome to a brave new world. Das wäre voll geil. LOL. Separately, praise the Solaire of Astora Amiibo will be released. With it. You can perform the popular Praise the Sun gesture with reckless abandon. Oh, das freut mich gerade. Dark Souls remastered. Ich will diesen Amiibo nicht haben. Das ist der einzige Grund, um eine scheiß Switch zu kaufen. Praise the Sun Amiibo. Ja, Naruto. Das hab ich schon. Ich hab schon extrem viele Designs für den 3DS freigeschaltet, nur mit diesem Goldpunkte-System. Kann da mal einer in die Videokommentare runterschreiben? Digga, ich verstehe dich nicht. Warum ist doch da ein Text? Aber der geht doch viel zu schnell. Was ist das? Schneller lesen. Wie? Nee. Ah, Mario Tennis. An All-Star roster of Mario series favorites is ready. Kann das sein, dass das Video bei mir der Stream bei mir schneller ist als bei dir? Du bist ein paar Sekunden vor mir, habe ich gemerkt. Mario Tennis Aces. Aces. There are more than 15 playable characters, each with their own distinct characteristics. Okay. The varied playstyles on the Nintendo Switch system allow up to 4 players to step onto the court together. Ich auch auf dem N64. Today we'll mainly cover the essentials of the refined tennis gameplay.
irgendwie schade, weil es sieht eigentlich doch ganz spaßig aus. Ne? Ja. Aber es ist halt auch immer wieder dasselbe Gameplay. Ja, nur die Spezialattacken verändern sich. Und vermutlich die Bewegung an sich. So. Why not aim and then shoot? Was? Wow. Man kann zielen, oh Gott, wie anstrengend. Ich bin da schon überfordert, wenn ich Knöpfe drücken muss. Vor allen Dingen das Zielen, so wie es aussah, funktioniert über den Gyrosensor. Das heißt, du musst die Switch in dem Moment so bewegen, schnell. Zone shots are really powerful. So if you get hit by one, your racket will take some damage. If your racket takes 3 hits, it'll break, forcing you to fall. Was? Der Schläger ist zerbrochen. It's an instant KO. Okay, das ist ja voll wie im echten Tennis. Ja, nicht. Don't give up hope. You can stop a zone shot with a block. Return a shot with perfect timing and you'll block, protecting your racket. Naja, gut. Es ist ein schönes Spiel bestimmt. Und ich würde es auch spielen, aber... Ja. Gut. Super Zeitlupe. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es kein Mario und Sonic mehr gibt? Ja. Gab es nur zwei Teile oder so? Ja, Sommerspiele und Winterspiele, ne? Ja. Schade. Boah, super Zeitlupe. You can't just spam zone shots and zone speed the whole match. You can only initiate these moves by using up some of your energy gauge. Okay, man hat eine Energieanzeige, damit man nicht die Moves spammen kann. Up, the longer you keep a rally going. Schade, so kann ich ja gar nicht gewinnen. Was? 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 Jetzt ist er so komisch hochgesprungen. Trickschlag. Also wenn Boris Becker das auch könnte. It's a risky maneuver. If you don't judge the timing or distance correctly, you may waste your energy or lose a point. Du verlierst deine Energie. But if you're successful, your energy gauge will get a big boost. Ja. Hat sie Big Boobs oder Big Boost gesagt? Fill up your gauge and it's go time. Ich weiß nicht, ich bin gerade ein bisschen von dem Gehüpfe genervt. Spezialschlag! It will eat up your energy in a big way. But this thing can really it may even destroy your opponent's racket in one hit. However, not even a special shot guarantees a win. There's always a chance it could be blocked, so watch out. In these intense matches, every move you make presents a risk. Wer kennt es nicht? Competitive Mario Tennis. Will you use it for an offensive zone shot? Bam. Jetzt neu in ihrem E-Sport. E-Sport Meisterschaft. Let's say you go for the zone shot. Will you go for a surefire point or will you try to destroy your opponent's racket and run the risk of getting blocked? Boah, bam. Non-stop, split-second strategies may be the best part about Mario Tennis Aces. Wow, dazu erzählen sie aber relativ viel, ne? Ja. You can also play Grundschläge möglich, aha. Which means only basic shots are allowed. Das war mir schon klar, dass es ein Online-Spiel gibt. Once you connect online, echt? Wow. Ja, das war mir irgendwie klar. Ich dachte, das wäre so wie bei 64-Zeiten. Allowing you to compete against other players. So möglich, wenn mehrere Controller. As a participation bonus, you can get special kann man die denn ausdrucken, die Outfits? Auf die kriegst du ein T-Shirt ausgedruckt. Was? Man muss den Schläger auch? Ach, der neue Gott. Backhand, slice, and lock. Muss ich denn auch mein Hintern so bewegen wie Rosalie? Ja klar, auch wenn du kein Mädchen bist, musst du dich so bewegen. Na toll. Gewinn ich. Wenn man das Ding jetzt aber mit dem Schläger spielt, was ja an sich sinnvoll ist, womit zielt man denn jetzt? Muss ich dafür denn extra die Switch hochheben? Oder mit dem Online-Controller? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Hä? Keine Ahnung. Plus, the story mode will offer other twists to the good old game of tennis. Oh, Bosskämpfe. Cool. Was? Ein Regenbogen, Yoshi. Here I go. Mario Tennis Aces launches June 22nd. Krass, ganz schön spät eigentlich, ne? Anfang Juni. Ende Juni, also Anfang Sommer. So. Da, ich sag doch E-Sports. As we approach the game's launch, we decided to hold a pre-launch online tournament.
That way, you can try Mario Tennis Aces for yourself. We'll announce Manu. The details at a nee, da kriegst du extra frei, weil dein Chef das auch mitmacht. So. Der bildet dich hat darin aus. Alle geschlagen? Ja. Das war's jetzt? Das waren uns weitere Neuigkeiten ein. Captain Toad erkundet neue Systeme. Oh, das ist geil. Das waren immer schöne Spiele. Erscheint für die Switch. Das habe ich auch hier, aber ich habe es nie zu Ende gespielt. Wunderschönes Spiel. Ich würde es gerne nochmal spielen. Ich habe es mal beim Kumpel gespielt. Das kann ich als Let's Play eigentlich aufnehmen. Und ich mach den Zaun. Now you can explore locales from a variety of kingdoms. Oh, okay. Jetzt gibt's die Stadt aus Odyssey auch dazu. Ja. Geil. By the way, did you know Captain Toad appeared in Super Mario Odyssey 2? Spoiler mich doch nicht, ich hab das Spiel doch noch nicht. The Nintendo Switch version can be played with a friend by sharing a pair of Joy-Con controllers. While one player controls Captain Toad, the other can assist with things like turnip cover fire. So you can wow, enjoy der Zweitspieler kann Rüben werfen. Wow. Ich dachte, der Zweitspieler bedient die Gegner. Das kommt auch für den 3DS raus, das finde ich sehr schön. Cool. 13. Juli. Mitten im Sommer. Hey, who turned out the lights? Okay. Oh, ich kenne das. Oh, Undertale. Genau. Das kommt jetzt für die Switch. So Undertale schon mal gespielt? Nein, nur als Let's Play gesehen. Ich auch. Fandest du es gut? Ja. Okay. Aber nur die beiden guten Runs, nicht den Genocide Run. Den mag ich nicht. Ich bin da manchmal irgendwie nicht mitgekommen. Ich kann es, aber es ist schwierig. Erhältlich irgendwann. Super. Das sage ich auch. Warte mal, sie arbeiten jetzt doch zusammen mit Wukam Fresh Bandicoot Pair aus PlayStation? Ja. Hier steht, alle drei Originalspiele erscheinen das erste Mal auf der Nintendo-Konsole. Das ist interessant. Das finde ich cool, dass sie endlich mal mit PlayStation zusammenarbeiten. Mehr oder weniger zusammenarbeiten. Down sich deren Maskottchen. Ich hab davon noch nie irgendwas gespielt. Ich schon damals auf der PlayStation 1 das erste Crash. Ja, die hatte ich ja nie. Ich hab davon mal angefangen, ein Let's Play zu gucken und musste aufhören. Das war mir übrigens zu langweilig. Ich weiß nicht warum. Das könnte ich mal Let's Play. Das erste. Musst dir aber eine Switch holen und bis zum 10. Juli warten. Kannst du gleich alle drei Teile nacheinander spielen. Nachdem ich das Let's Play von Gronkh gesehen hatte über dieses Spiel, welches? Hab ich bestimmt über My Little Nightmares oder wie es hier heißt hier. Oh, das kenne ich gar nicht. Habe ich wirklich eine halbe Stunde lang gesessen und voll überlegt, so scheiße, Alter, so ist die Menschheit. The complete edition on Nintendo Switch contains two haunting tales in one package. In 6 and the kids' separate adventures, you must face their childhood fears across all 8 chapters, including all past downloadable content. Each room is a cell. Each resident is a threat. And both present complex 3D puzzles to master. Aber der Soundtrack ist echt geil. Und das Spiel auch. Not to mention, you can receive a Nintendo Switch exclusive in-game Paku mask by tapping the Pac-Man amiibo figure. Okay. Das nimmt dann aber irgendwie den Horror raus, wenn ich ihm so ein Pac-Man-Gesicht überziehe. Vor allem denn das Geräusch jedes Mal, wenn du dich bewegst. Nom nom nom. Genau. Oh, na gut, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ey, finde ich auch. Das Let's Play habe ich sowieso auch schon gesehen. Ich fand das Spiel jetzt nicht so. Also es war unterhaltsam, aber kaufen und dann selber spielen würde ich es nicht. Customize your avatar. Ich finde am besten den Editor, dass man sich so individualisieren kann, quasi so.
Ja, es obwohl es so einfach ist von der Grafik, kann man trotzdem so viele unterschiedliche Sachen anziehen und so. In der Schwierigkeitsgrad. Du kannst dann entscheiden, auf leicht, dann bist du blass, oder auf schwer, dann bist du schwarz. Ja. Finde ich lustig. Naja, es ist ja vollgestopft mit schwarzem Humor. Und dass du dir Fähigkeiten, also deine Kräfte, deine Heldenkräfte selber zusammenstellen kannst, das finde ich auch cool. Aber ich gucke mir das eigentlich nur gerne als Let's Play an. Ich habe es mir bei Kronk angesehen, der hat so lustig dazu gesprochen und ich selber würde das wahrscheinlich nicht spielen. Das habe ich für den 3DS. Das habe ich für die Wii. Jo. Das wollte ich mal aufnehmen, genau. Ich habe es bis zur Hälfte gespielt und dann dachte ich mir, ja komm, jetzt hast du keinen Bock mehr auf das Geschnetzel. Weißt du, da musst du Punkt B machen, da musst du wieder Punkt A heil machen und dann kommt endlich mal ein Gegner. Ja, und dann kommt nachher der Boss und währenddessen musst du aber trotzdem auch die anderen beschützen und... War nach einer Zeit einfach so langweilig, weil ich habe dann so viel gelevelt, gute Waffen gehabt und... Oh. Weil ich bin bei so einem Spielen immer leveln. Und jetzt kannst du mal eine Mission machen. Ich bin bei solchen Spielen immer bloß Story, Ende. Attention Inklings. Also dieses Paintball-Spiel habe ich noch nie gespielt. Ich bin nicht so begeistert von Splatoon. Ich weiß nicht, es spricht mich einfach nicht an. Ich auch nicht, da hätte ich lieber ein Portal. Jo. Oder Pokémon. Ja, ich muss sagen, ich möchte lieber erstmal kein neues. Ich möchte lieber ein Remake haben der vierten Rennen, also Pearl, Diamant und Platin. Oder ich hätte gern sowas wie Pokémon Stadium für die Switch. Oder Pokémon Ranger, neues, das wäre auch toll. Oder Pokémon Snap, endlich mal ein Remake. Oder eine Sammlung, so eine Art Pokémon Stadium, wo man ja verschiedene Sachen aussuchen konnte und dann gibt's da einmal Snap-Abenteuer und Battle, wo man so wie in Pokémon... Weiß gar nicht, wie das heißt. This April, Splatoon 2 is getting an update. Version 3.0 is coming. Here's a brief and briny taste of what's to come. Okay. Freuen sich da denn wirklich Leute so extrem drüber? Also, es gibt schon viele, die sich darüber freuen, ja. Ja, aber über Outfits? Ich würde mich jetzt eher über die Stages freuen. Camp Triggerfish. And the hottest date spot for the hippest Inklings. Wahoo World? Wahoo World. Hat Flunder Fun Park auf Deutsch, okay. Rank X is here. Rank X is an extreme rank. Even higher than S+. More details are coming soon. Once you meet certain conditions, Callie will appear in Octo Canyon. Hoffentlich kommt noch irgendwas Gutes, was ich gut finde. Bis jetzt ist es ein bisschen überschaubar, was ich gut finde. Captain Todd, kannst du denn? Ja, das finde ich. Jetzt wird mir schwindelig. Okay. Now a word from the Squid Racer. Nein, da stand gerade Lab. Check out their latest video. Was? Sehen Sie das neueste Video? Squid and Clanks oder was ist das? Nee, das ist mir doch dasselbe Spiel. Der Soundtrack du ist gerade. Du hast da was auf dem Kopf. Das sind, glaube ich, ihre Haare. Ein Tintenfisch. Ich glaube, das sind ihre Haare. Okay. Der Sound ist geil. Oh Gott, der Opa. Lol. Was? Okay. Wer kennt es nicht, die Kakerlaken aus der U-Bahn? Ja, genau. Und die ganzen komischen Außerirdischen. Sollen wir das jetzt sagen? Ich bekomme gerade ein bisschen Angst. Du bekommst Außerirdische zu Gesicht. Oh, eine Schnecke mit Hut. Und Nachahmer.
Oh, Reagenzglaszüchtung. Ja, ich beeindruckt von dem Soundtrack gerade. Eine Schnecke. Hört sich gerade so an, als wenn eine Japanerin ertrinken würde. Ein Bosskampf. Ah, voll schön eigentlich. Ja, ist das denn auch mal zu Ende jetzt bitte? Das frage ich mich gerade auch. Oh, haben auch die Stadt erreicht. Alle erreichen diese komische Stadt. Lol, die hat nur geschlafen. Ha, doch kein Nintendo Direct. Oh. Dam, dam, dam. Akto. Tension, okay. Splatoon 2. Bist du Tomo? Ika-Kenkyuin desu. Also, du bist gerade in einem Studio, du brauchst da keine Sonne. Vielleicht sind die Scheinwerfer so warm, also hell. Ja, aber Einzelspielermodus gab es doch in Splatoon sowieso schon. Ja, aber der hier ist wahrscheinlich noch mehr ausgebaut. Ja, gut. ここはどうやら地下深くに建設された謎の実験施設。80ものを実験施設が存在し、それぞれが地下鉄で結ばれています。駅のホームに直結した施設では、主人公の行く手を阻むミッションが待ち受けます。Okay, irgendwie sieht das nicht mehr aus wie dieses Mehrspieler-Splatoon. さらに これまで明かされなかったキャラクターたちの革新に迫る物語が繰り広げられます。地下世界からの脱出後は、なんとタコの姿でバトルに参加することができるようになります。この新たな体験をぜひお楽しみください。オクトはラテン語で数字の8を意味します。 2018年は oh Gott, Fremdschampur! Oh Gott, jetzt macht er die Pose, Octoling! Splatoon 2. Machst du das morgen auch bei deinem Chef? Es ist das Jahr des Octoling! Chef, wir müssen reden. Octoling! Der weiß dann sofort Bescheid, dass du Splatoon 2 Octo Expansion spielen willst. Okay. Oder dass du einen an der Waffe hast. Füg dich sofort hinzu. Kenkyu-san, arigatou gozaimashita. Das ist irgendwie seltsam, ne? Aber dieser Chef von Nintendo hier, dieser Naruto 1, der mit ohne Sonnenbrille, der sieht voll sympathisch aus, ne? Ja. Eine Ankündigung haben sie noch, dann ist es wohl zu Ende. Heute ist auch gleich zu Ende, wollte ich nur mal gesagt haben. Ja. Oh nein, bitte nicht nochmal. Nein, er macht wieder alles dreckig. Mit Orangensaft. Ihn, Glibbermädchen. Wie schleimig. Und vitaminreich. Eine Falle. Boah. Okay, Splatoon 2. Die jetzt Depression. Alles ja, alles dunkel. Da kommt die Sonne. Smash? Ja, es ist ein Smash-Zeichen. Oh. Okay. Und die Octolinge treffen auf die Smashlinge. Okay, das Zelda, ist ein Mario. Geiles. Das ist ein geiles Video. Ja. Ist das nur Smash Bros? Super Smash Bros. 2018. Es ist wohl noch nicht fertig, deswegen steht wohl noch kein Name dazu. Diese Präsentation ist beendet. Verpisst euch nun und geht ins Bett. Wow. Gut, das Smash Bros. Hat mich jetzt natürlich, hat mein Interesse jetzt natürlich sehr geweckt zum Schluss und dann zeigen sie nichts weiter. Nur, dass es quasi geplant ist. Oh Gott, mach mal kurz den Chat auf. Ja, 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 na endlich, ja, ja. Stimmt, da unten, ja, ja. Smash, ja, 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 jawohl. Alter, lol.
Ich glaube, es ist einstimmig, dass sich alle auf Smash freuen. Ich weiß aber nicht, woran ich das sehen kann. Geil, ja, ja, geil, geil. Ich habe auch einfach mal mit reingeschrieben gerade. Ich sehe deinen Namen gar nicht. Ja, der geht so schnell, glaube ich. Entweder der kommt noch oder der kam schon. Ich denke mal, der kam schon. Das ist... Warte mal, ich probiere es auch. Ich sehe nichts. Ich schicke ab in 3, 2, 1, jetzt. Ich kann den Namen nicht so schnell lesen. Ich komme gar nicht hinterher. Hast du es gesehen? Nein. Ich habe geschrieben, ja, hallo Jens. Was? Ich dachte, vielleicht siehst du mich so. Nein, die Namen sind zu schnell. Dann nützt es auch nichts, wenn du irgendwas in die Nachrichten, wenn du irgendwelche Informationen in die Nachrichten reinschreibst. Ich kann sie ja nicht so schnell. Wenn du das Video rendern solltest, dann kannst du ja vielleicht, wenn du mich dann finden solltest, es hervorrufen. Nein, machst du ja, mit so einem viel zu viel an. Mit so einem Zensurbalken, weißt du. Ja. Hervorrufen. Oh Gott. Guck mal unten, da ist das Video oder dieser Stream hat schon über 1000 Likes. Ja, 1000 Likes, 67 Dislikes, warum auch immer. Ich gebe jetzt noch auch ein Like. So. Weißt du, was ich damit sagen wollte? Nein. Gib doch diesem Video ein Like. Wuhu! Und abonniert mich. Ich habe jetzt auch Nintendo abonniert. Seht ihr? Ach, die habe ich noch gar nicht... Ja, okay, die abonnieren mich ja auch nicht, deshalb habe ich sie nicht abonniert. Was freust du dich am meisten? Sagen wir mal von denen, wovon wir wirklich schon was gesehen haben. Ja gut. Da war jetzt eigentlich gar nicht so richtig bei. Was ich oder was würdest du dir holen? Hättest du eine Switch? Und wär's nicht so sauteuer mit den Spielen? Eine gute Frage. Captain Todd ist zwar ein tolles Spiel, aber ich habe ja noch die Wii U-Version. Also ich brauche nicht unbedingt jetzt quasi dasselbe Spiel nochmal, nur mit ein paar mehr Leveln. Also, das wäre jetzt quasi kein Kaufgrund für die Switch. Da habe ich denn schon Zelda und Mario Odyssey als Kaufgrund eher. Und wenn jetzt wirklich dann Smash irgendwann das Jahr über rauskommen sollte, dann ist das natürlich auch dabei. Voll traurig. Schmidti schreibt gerade, wo ist mein Animal Crossing? Stimmt, da haben sie noch gar nichts zu gesagt. Wo ist mein Animal Crossing? Praise the Sun. Smash. Das habe ich gesehen. Totale Enttäuschung hat jemand geschrieben und... Warte mal, wenn es jetzt langsamer geht, vielleicht kann ich jetzt verschreiben. Ich schicke es jetzt ab. Jetzt kommt nichts mehr. Auf was? Doch, hi Jens! Ich sehe es. Ja, also ich persönlich freue mich auf das Luigi Mansion, das werde ich mir wahrscheinlich holen. Ah, stimmt, Animal Crossing fehlt. Ja, also Luigi's Mansion werde ich mir holen. Okay. Das mit dem Smash finde ich irgendwie... Ich weiß nicht, ich fand die ersten Smashes besser, vorsichtig ausgedrückt. Naja, es kommt drauf an, was sie halt mit einbauen. Ich vermisse irgendwie diesen... Bei Brawl gab es ja diesen Subram-Emiss. Ich vermisse das irgendwie, diese Art Story... wenn man es so nennen will. Ja. Das war so ein Grund für mich, das zu spielen. Das fiel ja in der Version danach weg. Da ich habe zwar die Wii U-Version von dem Smash Bros. Teil hier, aber irgendwie reizt mich das nicht so stark, ohne diesen quasi Story-Modus. Was ich mir noch holen würde, wäre Kirby. Oh ja, Kirby, stimmt. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das wäre auf jeden Fall auf der Wunschliste. Mario Tennis ist jetzt nicht so mein Ding. Also es ist bestimmt ein schönes Spiel, aber ja, nicht für mich. Dieses komische RPG-Ding, das sah nicht schlecht aus, aber ob ich es mir kaufen würde, wäre eine andere Sache, weil das wäre ein Switch-Game und die sind bestimmt sauteuer.
Ich würde mir wahrscheinlich noch ein paar Screenshots oder so, ein paar mehr Informationen dazu ansehen. In der Hoffnung, dass sie mich trotzdem nicht zu viel spoilern. Manche Informationen spoilern ja auch zu viel, so wie die letzte Pokémon-Edition, wo man schon alles eigentlich vorher wusste. Ja, das war furchtbar. Aber ich hab sagen müssen, als ich mir Mond geholt habe, habe ich noch nichts davon gesehen, weil ich kein Let's Play, keine Bilder und kein gar nichts dazu gesehen habe. Ich habe leider drei Bilder dazu gesehen. Obwohl ich versucht habe, mich davon fernzuhalten, aber irgendwann kam halt so eine Werbeeinblendung und dann war das damit mal. Guck kein Fernsehen, deshalb habe ich es ganz gut geschafft. Ich gucke auch meistens nur noch YouTube, aber da war das halt trotzdem in der Werbung mal mit bei. Adblocker? Ich meine natürlich nicht bei dir, weil du bekommst Geld dafür, oder? Nein. Okay, du machst es auch ohne Geld. Ja, gut, denn. Adblocker! Ja, so ansonsten freue ich mich sonst noch auf irgendwas. Wario, naja, gut. Ein schönes Spiel, aber kaufen werde ich es mir nicht. Weil da gibt es andere Sachen, die ich mir kaufen wollen würde dafür. Ja, das war's eigentlich. Also am meisten freue ich mich über Luigi's Mansion. Ja, okay. Auf die Neuauflage von Teil 1 vom GameCube. Ja, ich meine, ich kenne es ja jetzt schon, aber trotzdem, es ist irgendwie schön, das nochmal zu spielen. Ja, vor allen Dingen, du hast ja auch vielleicht Teil 2 und dann kannst du beides nacheinander spielen. Teil 2 habe ich schon durch. Ja, dann spielst du halt Teil 1 und spielst Teil 2 dann nochmal. Ja. Und dann holst du dir vorher noch ein 3DS mit Aufnahmefunktion und dann machst du Let's Play draus. Nee. Das werden ewig lange Let's Plays, weil bei Luigi's Mansion, da klappe ich jeden Raum einzeln ab und suche immer irgendwo was. Weil da ist ja in jedem Raum extra nochmal 5000 Sachen versteckt. Ist doch toll. Ja, wenn ich für ein Let's Play, ich glaube, da wäre eine Folge Es gut kommt über eine drauf Stunde. an, wenn du es lustig und interessant füllen kannst, die Zeit, die du denn so lange in dem Raum bringst. Ja, bin ich lustig und interessant? Das ist die andere Frage. Lustig, ja. Interessant kommt ja auf das Thema an, was du gerade ansprechen willst. Luigi's Mansion. Seht ihr nicht? Hier ist eine braune Wand. Hier ist eine grüne Wand. Was will uns das sagen? Das Luigi Grüne. Wuhu, und braune Schuhe hat. Aber das Let's Play wird bei mir wahrscheinlich Luigi's Mansion heißen. Also nicht Menschen, so wie im englischen Wort, sondern Menschen wie der Mensch. Luigi's Menschen. Ja, das wäre cool. Ja. Leider sind die Aufnahme 3DS so teuer. Oh Gott, wenn ich das hier lese, warum kein Fortnite? Ich finde dieses Spiel so scheiße. Ich kenne das nicht mal. Fortnite ist doch dieses PUBG-Nachverschnitt-Gedöns. Und ich. Ach so. Ja, gut, doch, PUBG habe ich schon mal gesehen. Aber das finde ich auch nicht so toll. Ich Na, guck finde mal. den Aspekt toll, dass man mit so vielen Leuten spielen kann, aber nicht unbedingt eine Zombie-Invasion. Guck mal, da steht gerade PUBG für Nintendo 64. Ja, genau. Und der nächste gleich One Look, bist du dumm? Was stand da gerade? Eine Nintendo Mini Switch oder was? Ja, Nintendo Switch Mini Hype. Okay, er will eine Nintendo Switch Mini haben. Nein. Ja, ich Ja, doch, weiß nicht. so eine Neuauflage der Nintendo 64 würde ich auch feiern. Ja, so eine Nintendo 64 Mini halt. Sehr geil. Wo meinetwegen dann auch bloß zwei Controller reinpassen, statt Obwohl, eben mir ist den das Original scheißegal, weil ich 4. habe die Nintendo 64 immer noch hier stehen. Ja, ich auch, aber wenn man darauf die dann vielleicht in besserer Auflösung spielen kann und wenn es so ist wie bei der NES Mini und so, wo dann Spiele schon vorinstalliert sind drauf, sodass du dann keine Module mehr von einem N64 da reinstecken musst. Ich weiß nicht, also von dieser direkt. Sie ist besser als die letzte mit der Pappe, aber Ja. so besonders finde ich sie jetzt nicht. Also es war nicht so viel bei, aber ich hatte mir jetzt auch nicht so viel erwartet. Ich habe jetzt doch schon ein bisschen erwartet, weil ich dachte, jetzt kommen sie damit raus, was dieses Jahr alles so anliegt. Und wenn ich das so sehe, weiß ich nicht, das sieht alles so ein bisschen danach aus. Ja, ein paar Ideen hätten wir schon. Wir setzen aber nur ein paar ein. Naja, du weißt ja nicht, wie viele Sachen noch in Entwicklung ist. Guck mal, ich denke schon, dass ein Pokémon für die Switch in der Entwicklung ist, oder
Ja, Smash ja scheinbar auch und. Ja, aber Pokémon, ich weiß nicht, ich finde die. Ja, Pokémon ist immer schön, competitive für mich, aber. Weil die Story, die ist immer. Wird immer länger und immer unnötiger. Weil es handelt sich nicht mal um die Pokémon, sondern eigentlich eher so: hey, wir sind Team x-beliebiger Name eingeben. Besiege uns oder nicht. Nee, das Ich oder finde nicht die. steht ja gar nicht zur Debatte. Du musst es ja besiegen, sonst kannst du nicht Ja, weiter. aber ich finde die Story, das ist teilweise so lang und so unnötig. Ich bin immer froh, wenn die Story schön lang ist, weil nach der Story habe ich meistens keine Lust mehr zu spielen. Es bezieht sich ja nicht mal auf Pokémon. Damals hieß es, wir fangen die Pokémon, um die Welt. Nein, um Champion zu werden. Nein, um die Welt nach unserer Pfeife tanzen zur Nase lassen. Hä, was? Nein, um der Allerbeste zu sein. Wie keiner vor dir war. Ganz allein fang ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Nintendo Direct kotzt mich an. Nein, Und nein, es nein. Nicht steht so nicht so beleidigend viel. werden hier. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, bitteschön. Der Stream wird in 32 Sekunden beendet. Oh, bei mir 30. Gerade standen auf 24, oder nicht? Na, 39. Oh, 38. Wow. Krass. Aber der ist doch schon beendet, der Stream. Was jetzt noch kommt? 47? Krass, kommt gerade Was? was? 46? Was? Wieso geht das? Ich zähle auch immer so. Vielleicht kommen ja noch wie heißt denn das hier? Die Mitwirkenden. Genau. Die Credits kommen. Mein Scheiß ist Leben. Nee, meine Scheiße ist Leben. Hä, was schreibt der Typ da in die Kommentare? Keine Ahnung. Smash ist okay, aber sehr overhyped. Ich weiß nicht. Ich bin da ein bisschen. Hä, was? Wieso schreibt deine Nintendo ist unfair, haben Sony und Microsoft gar nicht zu Wort kommen lassen? Hä, es ging doch gar nicht um die. Das heißt ja auch Nintendo Direct und nicht Sony Direct. Ja. Na gut, bei Sony, ich denke, bei Sony weiß ich, was er meint wegen Crash, weil sie da nichts Dumm, erzählt ich haben bin von. dumm. Wann Aber kommt ansonsten, das MacBook macht keinen Sinn, Direct? so. Lol, wie viele sich gerade aufregen, dass es kein Fortnite gibt. Der will das. Alter, krass. Ich finde diese Spiele echt dämlich. Und wenn ich auf Instagram gucke, da sind zigtausend Videos, wie einer Stimmt. Erster wird. Die nächste Möglichkeit, um über sowas zu diskutieren, wird, wenn wir Glück haben, die E3 werden. Hoffentlich Tatsache. ist die ein bisschen früher als 23 Uhr. Also letztes Mal war sie sogar noch später. Da war sie mitten in der Glück gehabt. Nacht. Das Problem ist, dass sie halt dann auch mitten in der Woche war irgendwie. Ich habe so trotzdem geguckt und war dann total verschlafen. Ich finde es übrigens schön, dass da steht, die Übertragung beginnt um 23 Uhr und jetzt steht da, der Stream wurde vor 2 Minuten beendet. Ah lol, da steht, wurde vor 2 Minuten beendet und nicht wird in 2 Minuten. Ja, habe ich auch gerade gesehen, wo du Lol. es gesagt hast. Lol, wir haben den Idiotentest sowas von bestanden. Ja, auf jeden Fall. Apropos Idiotentest, guckt euch das Video an und gebt dem Video ein Like. Ich weiß ja nicht, welches du als erstes hochbringst. Wenn dieses Direct-Video, dann habe ich nichts gesagt. Also das Direct-Video werde ich heute nicht mehr, aber morgen werde ich es, denke ich, mal schneiden. Also muss ich's, damit ich es halt spätestens Sonnabend hochladen kann. Also könnte es passieren, dass der Idiotentest, den wir davor gemacht haben, dann auch schon rauskommt. Ach so, okay. Bloß muss ich für den noch eine gute Hintergrundmusik finden. Zeigt einfach alles. Auch sehr schlechte Sachen, aber wir beide, wir haben keine schlechten Sachen. Ja, ich muss leider Gottes sagen, dass Tiga da nicht so sehr viel verpasst hat. Nö. So ein bisschen enttäuscht gerade, weil es hätte so viele schöne Spiele geben können. Ich bin jetzt nicht so enttäuscht, weil ich nicht mit hohen Erwartungen rangegangen bin, weil ich eher denke, dass die richtigen Highlights werden sie sich wirklich eher für die E3 nachher aufheben. Und noch nicht jetzt alles raushauen an Informationen.
Ich hätte jetzt zum Beispiel so ein neues Samus gefeiert oder mal wieder ein Mega Man oder so. Ja, guck mal, Metroid 4 hatten sie ja sogar irgendwann angekündigt in der letzten Direct. Ich glaube im Dezember oder so. Ja. Ich denke mir, wie gesagt, die großen Sachen werden sie sich für die E3 aufheben, damit sie eben dort mit Sony und Microsoft ein bisschen Konkurrenz zeigen können. Deswegen haben sie jetzt wahrscheinlich bloß so die kleineren Sachen gezeigt. Würde ich jetzt vermuten. Und ihr neues Spiel, das Mario Tennis. Ja, genau. Und Smash halt angeteasert. Ich denke, wir kriegen zur E3 mehrere Informationen. Das Problem ist, die E3 wird aber auch, glaube ich, ein, zwei Stunden gehen, ne? Aber dafür wird so einiges angezeigt. Ja. Ja, gut. Ich glaube, viel gibt's da nicht mehr zu erzählen jetzt, ne? Nö, das wär's denn eigentlich. Dann hoffen wir, dass wir es schaffen, beide oder vielleicht sogar zu dritt, die uns bei der E3 auch zu treffen. Oder bei der nächsten Direct, falls noch eine dazwischen kommt. Ich weiß jetzt gar nicht, wann die E3 ist dieses Jahr. Juni? Juli? Oh Gott, das dauert ja noch ewig. Naja, es ist erst im Sommer, glaube ich. Dann muss ich gucken, ob ich überhaupt zu Hause bin. Genau, letztes Jahr war es sogar so, dass ich extra um 4 Uhr aufgestanden bin, damit ich das gucken konnte, weil es um 4:30 angefangen hat morgens. Und dann habe ich es vor der Arbeit angeguckt. Ach du Bis um 7 und dann musste ich los. Das geht bei mir sowieso nicht, ich muss um 5 aufstehen. Wir beenden denn jetzt den Podcast. Dankeschön, dass du dabei warst. Aber ich möchte schlafen. Nun folgt eine Dauerwerbesendung von Briggs Schnarchgeräuschen. Kekse. Ja, gut. Dann danke, dass du dabei warst und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jawohl. Vergesst den Daumen nicht. Genau. Euch noch eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Mal.